Ja, liebe Freundinnen und Freunde, viele von euch hatten heute Morgen eine etwas längere Anreise. Viele von euch hatten heute Morgen noch Probleme, hierher zu kommen. Schön, dass er es geschafft hat und schön, dass unser Gast mit der weitesten Anreise, liebe Simone, dass du dich auch hast durchschlagen können. Herzlich willkommen auch nochmal von mir hier im wunderschönen Landesverband von Nordrhein-Westfalen. Schön, dass du da bist. Ja, den Grund kennen wir alle von den Bildern, zum Teil live oder im Fernsehen. Am Pfingstmontag hatten wir in großen Teilen Nordrhein-Westfalens einen verheerenden Gewittersturm, der eine Schneise der Verwüstung einmal quer über Köln, Düsseldorf durchs Ruhrgebiet hinterlassen hat. Liebe Freundinnen und Freunde, auch wenn in so einer Situation die Anteilnahme mit den Opfern, es gab Tote, viele Verletzte, und natürlich der Dank an die vielen Helferinnen und Helfer hier im Vordergrund stehen muss. Auch das muss noch mal gesagt werden. Und ich darf erwähnen, als Innenpolitikerin, die Bedeutung des Katastrophenschutzes und den Erhalt der Ehrenamtlichkeit dort ist eine wichtige politische Aufgabe. Die Landtagsfraktion hat übrigens am 27. Juni dazu einen ganz wunderbaren Fachkongress. Alle sind herzlich eingeladen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das Aufräumen, Anteilnahme, Dank an Helfer, das steht alles heute und in den nächsten Tagen noch im Mittelpunkt. Aber für uns Grüne steht auch fest, diese extremen Wetterlagen haben einen Grund und sie häufen sich. Der Klimawandel macht sich bemerkbar und wird mittlerweile von keinem Meteorologen mehr in Frage gestellt. Oder Flut, Hitzerekorde, Kälterekorde, Stürme. All das macht deutlich, welche immensen Kosten auf uns zukommen werden, wenn wir nicht jetzt konsequent und nicht halbherzig die Weichen für die zentrale Herausforderung dieses Jahrhunderts richtig stellen. Das heißt, wenn wir diesen Klimawandel, der kommen wird, wenn wir den noch beherrschbar halten wollen, dann, liebe Freundinnen und Freunde, dürfen wir diese Energiewende nicht den Lobbyisten aus der Kohle- und aus der Atomindustrie diese Energiewende und diesen Interessen überlassen. Lasst uns kämpfen auf allen Ebenen. Und ich sage auch ganz klar, das zähe Ringen um das neue EEG, das lohnt sich. Und wir sehen ja auch, das Schlimmste konnte durch unsere Umweltminister, unsere grünen Umweltminister aus den Ländern schon verhindert werden. Aber wir müssen weiterkämpfen. Das EEG ist eine der Schlüsselgesetze dafür, dass diese Energiewende wirklich gelingt. Aber wir brauchen auch mehr Einsatz für eine Verkehrswende, mehr Einsatz für Umwelt- und Naturschutz. Wir haben den Ausstieg aus dem Braunkohletagebau hier in NRW endlich besiegeln können. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, im Osten, in Brandenburg, da geht der Wahnsinn weiter. Ja, da werden gerade neue Gebiete erschlossen. Und auch da sind Landtagswahlen und auch da müssen wir unsere Stimme ganz laut erheben, dass dieser Wahnsinn endlich ein Ende hat. Wir setzen uns ein für ressourcenschonende Produktion. Der Antrag zur Industriepolitik heute, genau das steht da drin, wie wir diese industriepolitische Transformation ins Zeitalter der Erneuerbaren gestalten können und müssen. Liebe Freundinnen und Freunde, genau diese Inhalte haben für uns auch den Europa- und den Kommunalwahlkampf bestimmt. Und diese Inhalte gibt es nur mit uns. Und euer Einsatz, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, hat sich gelohnt. Unsere Inhalte haben überzeugt. Nach dem enttäuschenden Bundestagswahlergebnis zeigt der Trend wieder nach oben. In NRW konnten wir unser zweitbestes Kommunalwahlergebnis erreichen und wir haben wieder über 1500 Mandate in Räten, Kreistagen, Bezirksvertretungen erreicht. Herzlichen Glückwunsch an alle, die sich dafür wahnsinnig ins Zeug gelegt haben. Dieser Erfolg ist hart erkämpft. Glückwunsch an dieser Stelle an unser Number One im Land, das ist dieses Mal der Kreisverband Münster, 20,2% landesweit das beste Ergebnis. Und da dürfen auch die Kölnerinnen und Kölner klatschen. Leider habt ihr es nicht auf Platz 1 diesmal geschafft, aber das nächste Mal. Andere städtische Hochburgen konnten wir auch gut halten, aber auch, und das ist das Besondere an der Analyse, wir haben die ländlichen Räume weiter begrünt. Liebe Freundinnen und Freunde,
22, in Worten 22 Orten haben wir mit vielfach neu gegründeten Ortsverbänden in 22 Orten sind wir in die Räte eingezogen. Der Antrag zu den ländlichen Räumen, unser Motto des Tages, zeigt die Relevanz für uns Grüne. Glückwunsch und vor allen Dingen an dieser Stelle lasst mich ganz besonders unseren Pionieren danken, unseren neuen Ortsverbänden in Werl, in Weeze, in Hövelhof, in Bad Sassendorf und an all die anderen neuen Ortsverbände, die sich kurz nach Gründung in die Schlacht geworfen haben und mit tollen Ergebnissen über 10% aus dem Stand dort in die Räte eingezogen sind. Das kann sich echt sehen lassen. Und jetzt, liebe Freundinnen und Freunde, jetzt steht es an, diese Erfolge in den Räten auch in reale Politik umzusetzen, denn genau dafür sind wir gewählt worden. Da werden wir in diesen Tagen nun recht häufig von Journalisten gefragt, na, wohin geht denn jetzt der Trend? Ist da irgendwie ein Trend Richtung Schwarz-Grün im Land in Sicht oder orientiert sich die Partei doch mehr rot in Kooperationen und vor allen Dingen, was sagt denn die Führungsspitze in Düsseldorf dazu? Das können Sie doch gar nicht zulassen, dass sowas wie hier in Rhein-Sieg passiert mit Schwarz-Grün. Das stört doch hier den Koalitionsfrieden. Und was gibt es denn nun für kluge strategische Ratschläge? Was haben Sie denn da? Und die Antwort von uns ist ja, es gibt einen ganz, ganz klaren Trend im Land, aber, liebe Freundinnen und Freunde, der verläuft bei uns Grüne eben nicht entlang einer Farbenlehre, sondern der erläuft entlang unserer Inhalte und Werte. Und dafür wollen und müssen wir als Landesvorsitzende euch allen keine guten Ratschläge erteilen. Das ist und bleibt unser Kompass als eigenständige, selbstbewusste Partei überall im Land. Und eins ist für uns Grüne dabei ganz klar. Diese Partei steht als reiner machtstrategischer Mehrheitsbeschaffer nicht zur Verfügung. Wir reduzieren uns nicht auf eine reine Funktionspartei. Und nicht nur das, liebe Freundinnen und Freunde, unterscheidet uns von dieser Partei, deren Namen ich nicht nenne, aber die in den Säulendiagrammen nicht mehr auftaucht, weil sie nur noch ganz, ganz wenige Prozente bekommt. Nicht nur das, diesen Fehler werden wir nicht machen und da bin ich ganz zuversichtlich, dass ihr den vor Ort auch nicht macht. Und für uns ist nämlich ebenso auch eins klar. Wir sind angetreten, um Verantwortung zu übernehmen, für die Gestaltung unseres Gemeinwesens, für eine sozial-ökologische neue Politik oder Fortsetzung da, wo wir jetzt schon mitbestimmen. Und wir tun das vor Ort dort, wo es Bündnispartner gibt, die das gemeinsam mit uns tun wollen und gemeinsam an unseren Zielen arbeiten wollen für mehr Klimaschutz. Denn die Energiewende kann nur dezentral funktionieren und da kommt es auf den Einsatz vor Ort an. Für eine Verkehrspolitik, die allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern Mobilität ermöglicht und keinen ausgrenzt. Für eine Willkommenskultur für Flüchtlinge, die wir in unseren Gemeinden menschenwürdig behandeln wollen. Und nicht, ich war im Wahlkampf im Kreis Kleve, in Rees, in menschenunwürdige, halb verschimmelte Container abschieben und ihnen da per Punktesystem noch nicht mal Bargeld in die Hand gibt. Nein, das ist nicht unsere Politik. Und wir stehen für eine bedarfsgerechte Schulentwicklung, auch vor Ort, ohne ideologische Scheuklappen. Und ein Herzensthema von uns, wer mit uns Politik macht vor Ort, da geht es um Bürgerbeteiligung und Transparenz. Wir haben vor Ort keine Angst vor dem Bürger. Wir wollen ihn mitreden lassen und einbinden. Liebe Freundinnen und Freunde, vor allem diese Themen, viele andere noch, aber vor allem diese Themen stehen für unsere grüne Eigenständigkeit. Und genau die werden wir dort, wo es jetzt Möglichkeiten für Bündnisse gibt, die werden von euch eingebracht, da bin ich mir ganz sicher, und umgesetzt. Richtig, gestattet mir den Hinweis, es gibt ein paar schwierige Fälle dabei, so ganz einfach ist es nicht. Bonn, good luck für eure schwierigen Mehrheitsverhältnisse. Das wird sicher nicht einfach da, in so einem Dreierbündnis wirklich zum Erfolg zu kommen. Toi, toi, toi. Oder Münster, wie immer in Münster, super Ergebnisse, liebe Münsteraner, aber eine sehr unübersichtliche Lage im Stadtrat.
da Bündnisse zu schmieden mit sehr vielen Fraktionen, der Landrat sagte es gerade, ist nicht immer einfach. Aber ich bin mir sicher, ihr werdet das schaffen. Und ich sage euch, es lohnt sich, der Einsatz. Alles Gute für diese Verhandlungen. Lasst uns unsere Städte und Gemeinden mit euch weiter ergrünen. Um das ganz klar nochmal zu sagen, für uns ist auch klar, dort, wo es nicht möglich ist, ist Opposition für uns eben nicht Mist, sondern auch der Gang in die Opposition ist konsequent und gerade das macht auch unsere Glaubwürdigkeit und Eigenständigkeit aus. Ja, und nicht nur bei den Kommunalwahlen konnten wir punkten, auch der Europawahlkampf hat sich gelohnt und auch in Brüssel werden wir aus NRW stark vertreten sein. Dort haben wir nämlich unsere Präsenz gleich verdoppelt. Neben Sven Giegold haben wir jetzt Thierry Reinke nach Brüssel geschickt und einen ganz, ganz, ganz großen Glückwunsch an euch beide. Ihr habt einen großartigen Wahlkampf gemacht. Schön, dass du heute da bist, liebe Terry. Und unsere Außendienstmitarbeiter in Brüssel und Straßburg werden da sich jetzt richtig voll reinhängen. Und wir hoffen, wir sehen euch auch hier in Nordrhein-Westfalen ganz häufig zu dem Thema. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, was liegt vor uns? 2 wahlkampffreie Jahre, bevor es wieder losgeht in neue Wahlkampfplanung, kein Grund, sich auszuruhen. 2017 werden neue Weichen gestellt und da wird es nicht ausreichen, wenn wir, sagen wir mal so ein halbes Jahr vorher, uns auf Bundes- und auf Landesebene schöne knackige Kampagne überlegen, ein paar witzige Plakate entwerfen. Nee, das reicht unseren Wählerinnen und Wählern nicht. Und deswegen ist es für uns hier in NRW ganz wichtig, dass wir die zweite Hälfte der Legislaturperiode jetzt schon nutzen, um hier auch die Weichen zu stellen für die wichtigen Themen, die auch über diese Legislaturperiode hinausreichen. Und da will ich 3 nennen. Das erste ist, das Klimaschutzgesetz von Johannes Remmel mit dem Klimaschutzplan, das muss mit Leben gefüllt werden. Und das ist nicht mit der Verabschiedung im Landtag getan. Das müsst ihr vor Ort mit Leben füllen. Da braucht es Bündnispartner, da muss kommuniziert werden und da müssen wir Projekte entwickeln, damit wir es flächendeckend auch tatsächlich schaffen, an diesem Projekt weiterzuarbeiten. Zweites Thema. Inklusion. Silvia, schön, dass du da bist. Du hast ein paar große Brocken, aber ich bin sicher, das wirst du sehr gut meistern. Wir werden die Inklusion, Sie haben es angesprochen, Herr Kühn, die Inklusion umsetzen müssen. Und wir wollen eine Schule, die nicht nur gut aufs Studium oder auf die Ausbildung vorbereitet, sondern wir wollen auch eine Schule, die Schülerinnen und Schüler nicht krank macht, in der Lernen Spaß macht und in der alle mit ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten mitgenommen werden. Liebe Silvia, ich bin sicher, es ist viel Arbeit, aber auch das lohnt sich und auch das wird über diese Legislaturperiode hinaus eine wichtige Aufgabe bleiben. Und zum dritten und eine dritte große Herausforderung, die vor uns liegt, ist die Demografie. Auch das ist Schwerpunkt in unserem Antrag und unter unserem Motto des heutigen Parteitags. Die Demografie, gerade in den ländlichen Räumen, wir wissen es, wird uns vor riesige Voraussetzungen stellen. Da ist nicht nur die Problematik Infrastruktur, da ist die Problematik der Versorgung mit Ärzten. Wie geht die Pflegeinfrastruktur weiter? Wie kriegen wir quartiersgerechte Konzepte auf dem Land hin, in einem kleinen Dorf, in dem nur noch ältere Menschen leben? All das sind Themen, die wir morgen in unserem Schwerpunktthema hier behandeln werden. Und auf Bundesebene, letzte Anmerkung, liebe Freundinnen und Freunde, auch für diesen Bundestagswahlkampf gibt es eine Menge zu tun. Ich meine, wir sollten nicht einen Fehler machen, nämlich die Aufarbeitung unseres zugegebenermaßen enttäuschenden Wahlergebnisses von 2013, das sollten wir nicht verdrängen. Da waren wir alle ehrlich miteinander und das war auch gut so. Aber das sollte nicht in Vergessenheit geraten. Das hat nicht nur, aber es hatte eben auch was mit unserer Programmatik zu tun, die wir ja alle an den Wahlkampf stellen, ihr habt es ja gemerkt, nicht an den Mann und an die Frau gebracht bekamen. Ich meine, wir sollten uns ehrlich machen. Richtig ist, wir brauchen eine Steuer- und Finanzpolitik,
die ehrlich ist und wo wir auch unsere ganzen Forderungen im sozialen Bereich insbesondere und bei der Infrastruktur auch gegenfinanzieren müssen. Richtig. Aber ich warne davor, wir dürfen unsere Wählerinnen und Wähler auch nicht überfordern. Und für uns aus Nordrhein-Westfalen steht doch ganz klar im Mittelpunkt, dass wir auch für diese Bundestagswahl, denn sie wird im selben Jahr wie die Landtagswahl stattfinden, dass auch diese Bundestagswahl in der Programmatik ein Signal ausgehen muss, dass wir Grüne uns nicht nur in den Ländern, nicht nur in NRW, sondern auch auf Bundesebene für eine bessere Kommunalfinanzausstattung aussprechen, damit Gemeinwesen nicht ausbluten, damit es einen gerechteren Länderfinanzausgleich gibt und andere Themen mehr. Das sind die Themen, die wir als ureigenes Interesse hier aus Nordrhein-Westfalen in die Debatte einbringen müssen, und das werden wir tun. Lasst uns frühzeitig damit beginnen, offen und ehrlich miteinander diskutieren, und ich bin sicher, dann schaffen wir auch das. 2017 kann kommen, und ich wünsche euch einen schönen und guten und erfolgreichen Parteitag. Dankeschön.